Herzlich willkommen zu unserem Teil 3 der Saison 2019. Wer die anderen Teile gesehen hat, weiß, dass wir öfter mal im weißen Moor anlegen. So, und hier startet die ganze Geschichte. Viel Spaß! Zurück im Wittinger Sportboothafen. Liegestelle Bad Bodenteich. Noch einmal die Liegestelle Weißes Moor am Elbe-Seitenkanal. Die sitzt wieder richtig hier, ey. Sandra sagt, das wird die Kauf. Ich hab das noch. Ein Messer müssen wir noch abwaschen. Den mache ich noch nicht weg. Zur Vollendung. Da muss mehr Schwung rein. Ja, wenn ich wie mit meiner Jolle. Da sitzen wir. Ja. Zurück im Hafen trainiert Annette für das Hafen im Flamm-Event 2019. Da hat sie einen Auftritt. Thank you.
Die Boote werden zu Hafen in Flammen geschmückt. Wer will. Und werden bewertet. Wir haben bei der Geschichte den zweiten Platz erreicht. Und sind stolz darauf. Annettes erster Hula-Hoop-Dance-Auftritt im Zelt bei Hafen und Flammen kam sehr gut an. Es wurde viel gelobt. Ja, und dann kam schon wieder das Abfahren 2019 nach Bodenteich. Ach, leider ist die Saison wieder zu Ende. Ja, und schon ist es wieder soweit. Die Boote werden wieder ausgeslippt im Oktober, kommen auf ihre Trailer und dann ins Winterlager und werden abgedeckt. Schade. Das war unsere Saison 2019 mit unserer Sea-Line 320 Fly. Ein tolles Boot, müssen wir sagen. Bis zum nächsten Film. Tschüss!